Da sind noch welche. Jetzt sind nur noch wir zwei übrig. So, wir müssen das... Oh. Das ist schon mal richtig. Wir haben schon mal... Ah, obwohl, das könnte falsch sein, weil die Striche sind... Gut, von hier sind sie aber gerade. Schau, ich werde es gleich sehen. Richtig. Perfekt. Jetzt gehen alle die Türen auf. Wenn man von hier unten guckt, dann sieht man halt, dass sie runtergehen. Aber das ist nicht das Täuschen. Komm ich oben weiter? Kann ich von oben weiter gehen? Das wäre schön. Also hier schon mal wieder eine Statue, die leider... Ja. Was haben wir denn hier? Wir sind wieder hier. Oh, das ist natürlich praktisch. Kann ich von hier aus die Abkürzung nehmen. Machen wir wieder mal unsere Lampe an. Das mit den Glitzerpartikeln sehr verwirrend, weil ich manchmal denke, dass da irgendwie was ist, was ich einsammeln kann, aber da ist ja nichts. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ich ging doch jetzt gerade hören. Mal eben schauen, wo. War da oben vielleicht? Muss ich mal wirklich schauen. Ah, geht gar nicht. Kann ich denn... Wo ist denn so eine Tür? Schau mal von oben. Von oben habe ich, glaube ich, einen viel besseren Blick. Von da kamen wir. Von oben kommen wir gerade nicht hin. Ach doch, von hier kommen wir hoch. Ja, hier im Hoch. Wo waren denn diese Türen? Das ist nur so eine Dekorationsseile. Ach, das ist das Teil hier, aber hier komme ich ja nicht rein. Hier komme ich nicht rein. Ich muss jetzt diese Türen finden mit diesem Vogelsymbol. Diesem Symbol da. Die muss ich jetzt mal finden. Das gehe ich jetzt mal... Überleg gerade. Warte mal, warte, warte, warte. Die waren doch noch gar nicht. Es sind mir zu viele Türen jetzt aufgegangen. Warte, die waren noch nicht auf. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Komm ich. Das habe ich aktiviert, okay. Oh. Hab ich die. Ach, das waren die beiden hier, ne? Ja, das waren die beiden, okay. Oh, das ist zu groß. Das Areal ist sehr groß. Das heißt, die beiden habe ich. Und da kommen wir. Und da hinten war ich auch. Okay, wir haben alle Türen offen. Gehe ich? Ich gehe einfach mal den Weg wieder längs. Wow, ich habe noch nie nach oben geguckt. Da steht sie jetzt gerade. Wow. Ah, hier ist eine. Okay, hier ist eine. Kriege ich die denn auf? Ah. Einfach drauf zulaufen. Wo ist das denn? Gott, wo ist das denn jetzt? Hat man... Wir haben keine Karte hier. Das ist natürlich schön. Wir haben zwei Symbole. Gut, aber eine Karte für den Bereich haben wir nicht. Das ist ein bisschen sehr ungünstig. Denn ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt hinkomme. Kommt mir uns so bekannt vor.
Schau an, ich gehe einfach mal hier die Wege lang. Mehr als falsch machen kann ich es auch nicht, ist nicht zu verlaufen. Da ja irgendwie hin. Da komme ich zu dem Bereich. Die Tür ging, glaube ich, vorher noch nicht. War noch verschlossen. Da drüben ist noch eine Tür. Oh, was zu lesen. Können wir. Wir können es übersetzen. Wir können es lesen, oder? Ja, okay. Als der Schöpfer die Welt erschuf, erweckte er die Götter, damit sie sich ihrer annehmen. Hoch oben im Himmel schwamm zuerst der Wächter des Schleiers. Als mächtiger Schutzwall gegen die kalte, schwarze Unendlichkeit sang er ewigvolle Lieder, die die große Träumerin vom Aufwachen aus dem Traum unserer Welt bewahrten. Einer von drei. Einer von den drei Göttern. Gut, haben wir. Jetzt muss ich nur einen Weg über die Brücke finden, die wir jetzt bekommen haben. Und ich weiß nur nicht, wie. Eine Brücke. Kann. Oh, ich muss mal gucken, welche. Ja. Da muss ich jetzt einmal. War die schon voll hier, die Statue? Wenn ja, habe ich darauf schon mal geachtet. Muss ich immer alle jetzt hier abklappern. Das hilft alles nichts. Nach da geht's nur nach unten. Da ist die Brücke. Okay, okay. Dann gehe ich erstmal hier weiter. Gehen wir den nochmal. Schauen. So. Wo die Brücke aufgegangen ist. Irgendwo, wo wir nicht rüberkommen. Das war der mit dem Beten. Das kriegen wir nicht auf. Vielleicht irgendwann später. Vielleicht müssen wir nochmal hierher. Dass wir hier hinkommen. War das nicht? Hier kam ich zu dem Ort. Oh. Hier ist es gewesen. Wo wir nicht hinkamen. Okay. Verbinden wir die Punkte weiter. Einer hier, den ich mir anschauen kann von den Menschen, von den Leuten, von den Erinnerungen. Viele Gottheiten. Ich frage mich, was wir hier aktivieren. Wir werden es erfahren. Oh. Ja. Wir haben es erfahren. Das haben wir jetzt aktiviert. Kann ich hier durch? Nee. Obwohl. Würde schon Sinn machen. Eine Sonne. Sieht aus wie eine Sonne. Wow. Ein Polar. Oh. Ist das einer der Götter? Ist das. Das. Sorry, das sieht aber so atemberaubend aus. Wow. Ich muss das gerade für eine Sekunde mir. Wow. Wow, also mit der Musik und alles, wow. Du bist dann der Gott. Komm näher, kleine Heldin. Ich werde dir deine Federn schon nicht stützen. Ich bin der Wächter des Schleiers. Ich beschütze diese Welt vor der Ewigkeit. Ich habe viele Jahre damit verbracht, die Reise zu schließen, die diese Welt bedrohen. Nun, ohne den Glauben deinesgleichen, sind meine Kräfte beinahe aufgezehrt. Nicht viel ist geblieben vom ersten Traum der großen Träumerin, vom Traum, den wir Heimat nennen. Wusstest du, dass der erste Traum vom Schöpfer ersonnen wurde? Deine einzige Schwäche war die Zuneigung zu deinesgleichen, kleiner Mensch. Um euch zu erschaffen, verflochte sich sein Herz mit den euren, aber eure Herzen verkümmerten.
Aus Angst vor dem Nichts, das in ihm schlummert, riss sich der Schöpfer die Leere aus dem Herzen. Zeit verändert jedoch vieles und eine neue kleine Heldin steht nun vor mir. Ein Mensch sogar. Hör mir gut zu, Heldin. Dies sind meine letzten Worte. Du musst das Leere entgegentreten, die einmal mehr unsere Welt bedroht. In deinem jetzigen Zustand wirst du zweifelsohne scheitern. Die Priesterin Kara versteckte drei mächtige Fragmente, eines in jedem der Tempel. Du musst die drei Fragmente wieder miteinander vereinen. Wenn ich fort bin, sind die Tage deiner Welt gezählt, denn niemand mehr wird da sein, um den Schleier zwischen den Welten zu behüten. Hier, nimm ein Fragment. Fragment, nun liegt es an dir, kleine Heldin. Ach Gott, das war eine schöne Wahl. Auf Wiedersehen. Oh. Wir müssen die Welt retten vor der Dunkelheit. Und so sind wir jetzt Feind mit dem Fragment. Und wir sehen die Dunkelheit, die immer näher kommt. Wow. Wow, es ist wirklich schön. Ein schönes Spiel. Aber wirklich was anderes. Ups. Okay. Ich denke mal, von hier kommen wir zurück. Auf Wiedersehen, Tempel. Auf Wiedersehen. War schön hier. Wunderschön. Ich finde sowas faszinierend, was man aus... oder was man aus Spielen alles machen kann. Wirklich, also das ist wirklich schön. Das Dach der Welt. Wir waren jetzt... im Westen und wir sollen ja noch nach Norden, hat er gesagt. Aber noch weiter nach Norden können wir nicht. Ich glaube, was sagt? Oh, wir haben hier das Fragment. Weil da oben kommen wir ja jetzt nicht mehr hin. Das ist ja Ende. Das heißt erstmal zurück. Vielleicht mal zur Stadt. Vielleicht finden wir ja, oder vielleicht ist der Ältere da, dass wir mit ihnen reden können und darüber berichten können. Also erstmal ein ganzes Stück, ups, nach östlich. Ich wollte gerade ostsüdlich sagen. Östlich? Östlich. Oh. Also hat er jetzt sozusagen hier alles beschützt. Oh, sehr traurig. Es ist sehr traurig. Mal ein bisschen runter. Heulende Gipfel. Ich frage mich, ob es hier irgendwas gibt, was wir vielleicht übersehen haben, aber ich glaube, hier gibt es nichts. Ja, ich würde sagen, ich gehe erstmal zurück zum Dorf. Ich wollte gerade Stadt sagen, das ist ja mehr so ein kleines Dorf. Ah, wir kommen langsam aus dem Schnee raus. Gar nichts passt. Oh, wunderschön mit dem lila-rötlichen Himmel. Ja, dem lileren Himmel. Ah, wir kommen schon hier. Hm, kommt hin, ne? Mal eben schauen. Ja. Bisschen rüberziehen und so südlich. Windgesange. Oh, jetzt sind wir auf Kurs. Ja, wir sind auf Kurs. Das ist so interessant mit den Inseln, wie die geschnitten sind, mit den Wasserfällen und alles. Mit dem Effekt, wie man durch die Wolken fliegt und alles. Echt gut gemacht. Ich weiß gar nicht, müssen wir... Ich weiß jetzt nicht. Muss mal eben gucken. Oh, nein, 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 nein. Hoch wieder. Okay, wir müssen nach oben. Da ist sie doch, die Siedlung, ne? Ja. Sieht sehr gut aus. Berichten wir mal. Oh, schade, schon vorbei. Gehen wir mal berichten. Oh, warte mal. Sitzt da der Opa?
Ich glaube, das. Nee, da sitzt sie, nicht der Opa. Schade.